Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfamilienministerin Schwesig ist mit einem Vorstoß für eine Familienarbeitszeit gescheitert. Schwesig hatte vorgeschlagen, dass Eltern kleiner Kinder künftig weniger arbeiten können. Der Staat würde dann einen Teil des Lohnausfalls ausgleichen. Die SPD-Politikerin verspricht sich von dem Modell eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Regierungssprecher Seibert machte allerdings deutlich, dass dieser Vorschlag in der laufenden Legislaturperiode keine Chance habe. Er sprach von einem persönlichen Debattenbeitrag Schwesigs. Mehr Zeit für die Kinder, ohne den beruflichen Anschluss zu verlieren, das wünschen sich viele Eltern. Die neue Familienministerin will nun zügig das bisherige Elterngeld so weit entwickeln, dass vor allem Teilzeitarbeit auch über einen längeren Zeitraum finanziell unterstützt wird. Das Elterngeld Plus ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Dafür werden auch Gelder zur Verfügung gestellt. Das Elterngeld Plus ist das wichtige Instrument, um zu einer Familienarbeitszeit zu kommen, zu einer Arbeitszeit, in der Beruf und Familie vereinbar ist. In einem Interview geht Manuela Schwesig allerdings noch weiter und bringt für eine solche staatlich geförderte Familienarbeitszeit gleich die Zahl von 32 Wochenstunden ins Spiel. Die Union reagiert empört, auch wenn die Ministerin schon zurückrudert und den Vorschlag eher als langfristige Vision verstanden wissen will. Das sind neue Regulierungsvorschläge. Gerade die kleineren Unternehmen haben unglaubliche Probleme mit Bürokratie. Und das scheint wieder so ein Bürokratiemonstrum zu werden. Wir sollten die Betriebe in Ruhe lassen. Die können viel besser als wir, Staat, auf ihrer Ebene die Flexibilisierung organisieren. Auch die Finanzierung einer Familienarbeitszeit ist noch völlig ungeklärt, zumal sie nicht auf Kosten anderer Aufgaben, wie zum Beispiel den Ausbau der Kitas, gehen darf. Und so fühlen sich auch in den Reihen der Koalition inzwischen manche wie in einem Kindergarten. Denn fast täglich prescht jemand mit missverständlichen und unabgestimmten Äußerungen vor und löst damit ebenso reflexhaft empörte Reaktionen beim Koalitionspartner aus. Längst macht deshalb im politischen Berlin das Wort vom Fehlstart der neuen Regierung die Runde. Unter die Lupe nehmen wir den Vorstoß von Familienministerin Schwesig auch auf tagesschau.de, unter anderem in einem Kommentar. Die Diskussion über Sozialleistungen für Zuwanderer aus EU-Ländern flammt neu auf. Anlass ist ein Medienbericht über Forderungen der EU-Kommission. Danach hat sich Brüssel dafür ausgesprochen, dass bedürftige Zuwanderer in Deutschland leichter Hilfen wie Hartz IV bekommen. Die Kommission stellte inzwischen klar, es gehe ihr nicht um grundsätzliche Änderungen, die Ansprüche müssten aber jeweils im Einzelfall geprüft werden. Und darum geht es. Eine junge Rumänin lebt mit ihrem kleinen Kind seit mehr als 3 Jahren in Deutschland. Sie hat nie hier gearbeitet und will Unterstützung vom Staat. Hartz-IV-Leistungen gebe es für sie nicht, bescheinigt das Jobcenter. Die Frau zog vor Gericht. Sozialleistungen auf diese Art zu beschränken, die EU-Kommission soll dagegen Druck gemacht haben. Deutschland solle den Zugang zu Hartz-IV-Bezügen bitteschön erleichtern, hieß es am Morgen in ersten Berichten. Stimmt so nicht, stellt eine Sprecherin am Mittag klar. Ich habe die Presseberichte auch gesehen und ich kann Ihnen versichern, dass die Annahme, die Kommission wolle Deutschland dazu drängen, allen arbeitslosen EU-Bürgern, die ins Land kommen, Sozialhilfe zu gewähren, dass diese Berichte total falsch sind. Allerdings in diesem Papier macht die Kommission klar, arbeitslosen EU-Bürgern dürften Sozialleistungen nicht automatisch verweigert werden. Konkrete Einzelfallprüfungen seien besser. Die CSU warnt jedoch generell davor, die Hartz-IV-Gesetze zu lockern. Das würde die Solidarität überfordern, würde unsere Sozialsysteme unterminieren und würde dem europäischen Gedanken einen großen Schaden zufügen. Ein Grundsatzurteil zu diesem Thema wird der Europäische Gerichtshof frühestens Ende des Jahres fällen. Es ist nicht so, dass die Kommission arbeitslosen EU-Bürgern generell den Zugang zum Hartz-IV-System erlauben will. Dass sie das heute noch mal so klar sagen musste und bereits kleinste Formulierungen in ihrer Stellungnahme solche Wellen schlagen, zeigt aber, wie umstritten das Thema Zuwanderung innerhalb Europas immer noch ist. Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen in Deutschland Asyl beantragt wie seit 14 Jahren nicht mehr. 127.000 Flüchtlinge stellten nach Angaben des Bundesinnenministeriums einen Antrag. Viele von ihnen kamen aus Tschetschenien, Syrien, Afghanistan und aus mehreren Balkanländern. Das Ministerium erklärte, Ziel sei es, die Asylverfahren zu beschleunigen.
Die Bundestagsfraktion der Linkspartei hat bei einer Klausurtagung ihre Ziele für die Oppositionsarbeit abgesteckt. Sie will die Regierung vor allem mit sozialpolitischen Vorstößen unter Druck setzen. Parteiinternen Streit gibt es in der Europapolitik. Im Entwurf für das Europawahlprogramm wird die EU scharf kritisiert auf Betreiben des linken Parteiflügels um Sarah Wagenknecht. Die Führungsspitze bemühte sich heute, die Wogen zu glätten. Gregor Gysi erklärt gerne, wie er die Welt so sieht. Er ist zwar Fraktionschef der Linken, trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Teile von Fraktion und Partei völlig anderer Meinung sind als er. In Sachen Europapolitik hat er die beiden Vorsitzenden zwar auf seiner Seite, aber die Basis hat in den Programmentwurf auch solche Sätze reingeschrieben: die EU eine neoliberale, militaristische und weithin undemokratische Macht. Insgesamt ist der Programmentwurf proeuropäisch, das ist er auch. Und dann habe ich einen Satz kritisiert, ja, das stimmt, aber ich glaube, da wird es auch angemessene Veränderungen geben. Auch ohne, dass Gysi öffentlich auf den Tisch haut? Na klar, sagt der Vorsitzende, schließlich sei beim anstehenden Parteitag der Reformerflügel stark vertreten. Sicher vertrauen wir hier auf die Vernunft der Delegierten. Und noch niemals ist ein Leitantrag des Parteivorstandes aus dem Parteitag so herausgekommen, wie er hineingegangen ist. Die strittigen Passagen hatte Vizechefin Wagenknecht bei der Klausurtagung nochmals verteidigt. Dabei ging es um die anstehenden 3 Landtagswahlen im Osten, vor allem aber um die Europawahl. Wir kritisieren die EU-Kommission dort, wo sie undemokratisch, unsozial eher kriegerische Politik macht. Aber wir setzen uns ein für ein soziales, friedliches und demokratisches Europa. Was die ganz Linken bei den Linken da in den Entwurf geschrieben haben, wird der Parteitag wieder rausstreichen, hofft die Führungsspitze. Dass es so kommt, ist allerdings längst nicht ausgemacht. Bleiben die umstrittenen Passagen drin, wäre das ein Rückschlag für all diejenigen in der Partei, die zeitnah eine Koalition mit SPD und Grünen anstreben. Der Vorschlag der EU-Kommission, die Umstellung auf das Zahlungssystem SEPA um 6 Monate zu verschieben, stößt auf Kritik. Europäische Notenbanken lehnen nach Angaben aus Zentralbankkreisen eine Fristverlängerung ab. Das Bundesfinanzministerium erklärte, ein Aufschub könne die Umstellung zusätzlich erschweren. Deutschland sei für die Einführung zum 1. Februar gewappnet, wolle die Lage in anderen Ländern aber berücksichtigen. Laut EU-Kommission benötigen einige Staaten noch mehr Zeit. Wenige Tage vor Ablauf des Ultimatums im Tarifstreit mit der Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL bei einem Treffen in Frankfurt ihre Forderungen erläutert. Die GDL will eine Versicherung gegen Lohneinbußen, falls Lokführer ihre Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Die Bahn lehnt dies bisher ab. Die Gewerkschaft droht mit Warnstreiks, sollte bis Mitte nächster Woche kein Angebot vorliegen. Der katholische Weltbildverlag, einer der größten Buchhändler Deutschlands, ist pleite. Das Unternehmen hat heute beim Amtsgericht Augsburg Insolvenzantrag gestellt. Auslöser waren nach Angaben von Weltbild die hohen Verluste im vergangenen Jahr. Die Kirche war nicht mehr bereit, die nötigen Finanzhilfen bereitzustellen. Nicht betroffen von der Insolvenz seien die Filialen, die Internettochter Bücher.de sowie die Gesellschaften in Österreich und der Schweiz. Die Hochglanzfassade hat lange gehalten. Doch um die Verlagsgruppe Weltbild steht es gar nicht gut. Der zweitgrößte Buchhändler in Deutschland rutscht seit Monaten immer tiefer in die Krise. Sinkende Umsätze und Erlöse haben dazu geführt, dass das Sanierungskonzept nun nicht mehr zu finanzieren ist. Es sind unterschiedliche Restrukturierungsmaßnahmen angedacht worden. Zunächst war ein Mehrbedarf an Kapital von 65 Millionen Euro veranschlagt, der sich nach nochmaliger Berechnung und der Überprüfung des Geschäftsverlaufs auf das Doppelte erhöht hat, auf ca. 130 Millionen. Hinzu wären dann noch eine weitere dreistellige Millionensumme für die Entschuldung des Unternehmens gekommen. Die kirchlichen Gesellschafter des Verlages steigen aus. Die Ursachen der Krise: zu viel schlechte Ware aus China, zu viele unzufriedene Kunden, meinen die Mitarbeiter. Dass es nicht gerade gut steht um unsere Verlagsgruppe, das war uns bekannt, auch durch die Pressemitteilungen im Vorfeld. Aber das haben wir jetzt alle nicht erwartet. Naja, man sieht die Kapazitäten, wie sie ausgelastet sind und kann sich seine Gedanken machen. Ne? Ob die Firmengruppe mit rund 1,6 Milliarden Umsatz und 6.800 Mitarbeitern, davon 2.300 in Augsburg, noch eine Zukunft hat, das werden die nächsten Wochen zeigen. Fest steht, zu viele hausgemachte Fehler bringen nun viele Menschen um ihren Arbeitsplatz.
Britische Soldaten sollen nach Überzeugung einer Menschenrechtsorganisation im Irak gefoltert haben. Die Organisation hat deshalb zusammen mit einer Gruppe von Anwälten Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht, wie der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung berichten. Etwa 100 ehemalige irakische Häftlinge haben danach angegeben, zwischen 2003 und 2008 von Briten misshandelt und erniedrigt worden zu sein. Gefangene im Südostirak 2003. Unter Druck gesetzt mit brutalen Methoden von britischen Soldaten. Mutmaßliche Opfer berichten in der nun eingereichten Strafanzeige detailliert, wie weitreichend die Misshandlungen gewesen sein sollen. Ich habe um Wasser gebeten, aber stattdessen kippten sie das Wasser über meinen Kopf. Danach auch Urin, das konnte ich riechen. Wenn ich versucht habe, meine Position zu verändern oder mich auszuruhen, wurde ich von einem Soldaten getreten. Einige der 109 Zeugen schildern, dass sie auch sexuell von britischen Soldaten genötigt worden seien. Das hatte System, meint die Berliner Menschenrechtsorganisation. Auch hochrangige Militärs und Politiker hätten von den Misshandlungen gewusst. Sie hätten das stoppen können und stoppen müssen. Und weil sie das nicht getan haben, haben sie sich mindestens wegen vorgesetzten Verantwortlichkeit eines Kriegsverbrechens strafbar gemacht. Und das wird halt in Großbritannien bis zum heutigen Tage nicht ernsthaft verfolgt. Das britische Verteidigungsministerium hält die Strafanzeige für unnötig, unter anderem, weil eine eigene Kommission alle Fälle im Irak untersuchen würde. Während wir die Vermutung zurückweisen, dass die Streitkräfte des Vereinigten Königreichs systematisch Gefangene gefoltert haben, bedauert das Vereinigte Königreich selbstverständlich die geringe Anzahl von Fällen, bei denen Misshandlungen stattgefunden haben, und hat die Opfer und ihre Familien entschädigt. Bislang ist nur ein britischer Soldat von einem Militärgericht wegen Kriegsverbrechen im Irak verurteilt worden. Mit der Anzeige am Internationalen Strafgerichtshof will die Menschenrechtsorganisation ECCHR nun eine umfangreiche rechtliche Aufklärung erwirken. Nach anhaltenden Kämpfen zwischen muslimischen Rebellen und christlichen Milizen in der Zentralafrikanischen Republik ist Übergangspräsident Djotodia zurückgetreten. Er war im März 2013 durch einen Putsch an die Macht gelangt. Seitdem herrschen in dem Land anarchische Zustände. Mehr als 1.000 Menschen wurden getötet, rund 1 Million Zentralafrikaner sind auf der Flucht. Nach dem Rücktritt Djotodias herrscht nun ein Machtvakuum. Es ist vorbei, rufen die Menschen in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, als die Nachricht vom Rücktritt von Präsident Djotodia bekannt wird. Auch in den Flüchtlingslagern Jubel, aber auch begründete Skepsis. Die Rebellen, die Djotodia an die Macht brachten, haben immer noch ihre Waffen. Wer will denn für Sicherheit sorgen? Wer wird verhindern, dass die Kämpfe weitergehen? In der Hauptstadt Bangui patrouillieren Panzer. Niemand weiß genau, wie das Machtvakuum zu füllen ist. Präsident Djotodia steht unter gewaltigem Druck, als ihm auf einem Gipfeltreffen der afrikanischen Nachbarstaaten heute vorgehalten wird, er habe die Lage in seinem Land nicht mehr unter Kontrolle. Am Mittag erklärt er schließlich seinen Rücktritt. Einige Nachbarn der Zentralafrikanischen Republik sind selbst krisengeschüttelt und fürchten ein Übergreifen der Kämpfe auf ihre Länder. Die Zentralafrikanische Republik ist fast doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur 4,5 Millionen Einwohner, davon sind 50% Christen, 15% Muslime. Mit Hilfe der muslimischen Rebellenallianz Seleka hatte sich Djotodia vor 10 Monaten an die Macht geputscht, seine Kämpfe aber hatte er am Schluss kaum noch unter Kontrolle. Daraufhin bewaffnen sich Menschen in den christlichen Gegenden. Häuser werden in Brand gesteckt, Geschäfte geplündert, jeder 5. Einwohner des Landes muss fliehen. Mehr als 5.000 Soldaten aus Frankreich und afrikanischen Nachbarländern können die Gewalt zwar eindämmen, aber nicht stoppen. Auf dem von französischen Eliteeinheiten gesicherten Flughafen der Hauptstadt haben sich fast 500.000 Menschen geflüchtet. Es gibt keine Toiletten und so gut wie kein Wasser. Wir haben keine Lebensmittel, keine Zelte. Eigentlich fehlt es an allem. Um die Franzosen zumindest am Flughafen zu entlasten, erwägt die Europäische Union die Entsendung von bis zu 1.000 Soldaten in die Zentralafrikanische Republik. Er galt als bürgernaher Streiter für Grundrechte und Verfassung, der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Winfried Hassemer. Jetzt ist er im Alter von 73 Jahren gestorben. Hassemer vertrat bei strafrechtlichen Entscheidungen liberale Standpunkte und war stets bemüht, komplizierte Verfassungsfragen allgemeinverständlich darzustellen. 2003 war er maßgeblich an der Einstellung des ersten NPD-Verbotsverfahrens beteiligt.
Und nun die Wetteraussichten für morgen Samstag, den 11. Januar. Morgen haben wir es mit Tiefdruck zu tun, am Sonntag mit dem Hoch, das Richtung Alpen zieht. Mit ihm beruhigt sich dann das Wetter in Deutschland. Die meisten Wolken liegen in der Nacht über dem Norden, in den Morgenstunden kommen im Südwesten und an der Nordsee Regenwolken auf. Im Laufe des Tages breitet sich von der Nordsee Regen bis zu den Mittelgebirgen aus. Ein weiteres Regengebiet überquert den Süden. In der Mitte zeigt sich die Sonne gebietsweise für längere Zeit. Im Süden weht der Wind schwach bis mäßig, im Norden zeitweise frisch bis stark. Dort können stürmische Böen auftreten, an den Küsten schwere Sturmböen. In der Nacht 6 Grad an der Nordsee, minus 4 Grad an den Alpen. Am Tag 3 Grad im Vogtland und 11 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Sonntag scheint vielerorts die Sonne, auch am Montag zunächst noch Sonne neben Wolken und Nebel. Später kommt im Westen und Nordwesten hier und da Regen auf. Am Dienstag viele Wolken und es regnet gebietsweise. Ingo Zamperoni ist um 21.45 Uhr für Sie da. Seine Tagesthemen: Schulstreit in Baden-Württemberg, Kirchen gegen sexuelle Vielfalt als Lernziel und die Leiden der Iraker. Britische Soldaten sollen systematisch gefoltert haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.